Wissen Sie, was das ist? Das ist der älteste Dampftopf der Welt, eine Tagine. Erfunden haben ihn die Nomaden in Nordafrika. Ohne ihren Lehmtopf sind die Berber gar nicht erst losgeritten mit ihren Kamele. Die Tagine ist quasi ein Ofen to go. Da serviere ich Ihnen was, da werden Sie jetzt aber schauen. Schubecks Mittelmeerküche. Fröhlich, leicht und sonnig, das sind meine mediterranen Gerichte. Unsere kulinarische Kreuzfahrt starten wir heute an der Côte d'Azur. Hier ist der Salat Nisoise daheim. Oder haben ihn doch die Pariser erfunden, wie manche behaupten? Aber das ist doch egal. Mein Salat Nisoise, der schmeckt so gut, der ist überall daheim. Und jetzt fange ich gleich mal an mit meinen Kartoffeln zum Anbraten. Das war jetzt ein bisschen zu viel Öl, aber ausnahmsweise heute lasse ich es durchgehen, damit die eine schöne Farbe kriegen. Die Kartoffeln sind natürlich vorgekocht, die Haut darf man zurück drauf lassen, auch die Haut ist gesund. Und jetzt mache ich das pochierte Ei. Der Ei ist ja beim Salat Nisoise dabei. Normalerweise kennt man es als gekochtes Ei. Wir machen den heute ein bisschen anders. Das heißt, alle Ingredienzien, aber ein bisschen anders angerichtet. Jetzt habe ich hier Wasser. Gehen wir mal ein bisschen auf mit der Temperatur. Da habe ich das Ei. Und damit es ein bisschen gut zusammenhält, gebe ich auch hier noch ein ganz, ganz bisschen Essig rein. So, oder? Hier natürlich auch. Einen gescheiten Schluck. Jetzt bringen wir es in eine Richtung. In Bewegung. Und jetzt schütten wir es rein. Zack, rein damit. Gut. Und jetzt warten wir. Wird schon werden. Und übrigens, die Pariser, gell, die hatten im Winter so eine Sehnsucht nach Nizza, nach dem wunderschönen Meer, nach den Produkten, die es da zum Essen gab im Urlaub. Dann haben die einfach in Paris umeinander gemurkst ein bisschen und haben gesagt, wir holen uns jetzt die Kartoffeln, das Ei, dann den Salat, dann die Kapern, die Sardellen, also alles, was halt da reingehört. Und haben in Paris diesen Salat angerichtet, haben ihn dann als Idee nach Nizza gebracht. Und ist dieser wunderschöne Salat natürlich von diesen kreativen Köchen in Nizza entstanden. Und der Escoffier, der hat 1903 den Salat gemacht, aber ohne den Thunfisch. Wir rühren das nochmal um. Jetzt schauen Sie mal da rein. Das Ei schlägt sich aufeinander. Also der Trick ist, ja, kein Salz ins Wasser. Wenn Sie Salz ins Wasser tun, dann sehen Sie das Ei nicht mehr. Ist auch schön. Ja? Sagen Sie, wo war denn das Ei da? Weg. Sondern einen gescheiten Schluck da rein tun. Und dann kurz bevor Sie das Ei da reingeben, tun Sie noch mal ein bisschen Essig an das Eiweiß hin. Dann zieht es gleich ein bisschen zusammen und dann ist es leichter. Also, wünsche Ihnen alles Gute bei dem pochierten Ei. Bringen Sie locker hin. Jetzt gehen wir weiter. Jetzt mache ich mir den Thunfisch. Schauen Sie sich mal diesen Waschel an. Und da war es wirklich so, dass der Thunfisch damals, das wusste ja der Escoffier nicht, dass die unterirdisch so Schilder aufgestellt haben. Und da ist dann gestanden, kurz vor Nizza, links abbiegen. Jetzt ist der Fisch dann über und in Marseille haben sie ihn gefangen. Später haben sie Schüttel rausgezogen und schon ist der Thunfisch nach Nizza geschwommen. Dann haben sie ihn unter den Arm genommen raus und seitdem ist er aus dem Salat nicht so aus. Nicht alles glauben, aber es ist ein netter Witz. Gut. Jetzt werden wir ihn panieren. Schwarzer Sesam, gerösteter heller Sesam. Den können Sie wunderbar rösten. Pfanne ohne Fett, ein bisschen Neidor, so ganz leicht, nicht zu heiß aufdrehen. Und jetzt nehme ich das Stückel. Ich habe praktisch da das Stückel weggeschnitten. Da gebe ich jetzt kein Salz drauf, das mache ich nachher. Leg den da rein, drehe den da ein bisschen. So schaut er gut aus. Und jetzt kommt der ein bisschen abbeideln, wie wir sagen, ein bisschen abtupfen. Da müssen Sie jetzt ein bisschen mehr Öl rein tun, damit er schön anbraten kann. Auch nur ganz kurz, den lege ich da rein, weil ich möchte ja nur den außen anbraten, so auf einen Millimeter. Und dann umdrehen und dann, wenn Sie ihn runterschneiden, ist er innen schön rosa, also wieder kehrt. Und außen ist er schön krustig und schmeckt gut. Man hört es jetzt schon, da muss man dann ein bisschen stehen bleiben. Also hier geht es ja nur, dass er ein bisschen obron ist. Gell? Jetzt schauen Sie her. Wo ist er denn? Hier habe ich es. Und ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe ja schon viel pochierte Eier gemacht. Aber so ohne Zuschneiden ist mir noch nie gelungen. Aber man darf auch mal Glück haben. Gell? Weil normalerweise mache ich ja oft zwei.
Wenn eins nicht gelingt, dann sage ich, das ist für mich. Und das andere kommt dann für den Gast. Übrigens ist ein bisschen ein kaltes Wasser. Und da kannten sie jetzt ein bisschen Salz rein, das ist okay. Der Thunfisch ist fertig. Den haben wir da drauf. Schauen wir uns an. Der Seite, wunderbar. Jetzt brate ich mir den Salat. Wenn so was, der Brot einen Salat spinnt, der ist doch normal alles in der Schüssel drin, wo es zusammenpampft ist, eben nicht. Deswegen machen wir es ein bisschen anders. Hier haben wir unseren Salatal. Das können Sie ja wegschneiden, aber nicht zu viel bitte, weil sonst fällt er auseinander. Ich möchte, dass der Strunk noch dran bleibt. Jetzt ein bisschen Öl rein. Und dann auch mild anbraten. Neuling. Ich weiß nicht, ob Sie es schon mal probiert haben. Einen gebratenen Salat schmeckt super. Ist einfach, wissen Sie, es ist einfach mehr Respekt, dass man so ganz frisch abgebraten, nochmal nachgedacht. Übrigens, der heißt Romana-Salat. Der hebt ein bisschen besser, den kennen Sie ja. Jetzt muss ich den Dressing machen. Und das wissen wir ja selber. Ein guter Dressing reißt oft den ganzen Salat raus. Jetzt habe ich da ein Ei. Dann gebe ich rein ein paar Kapern, nicht Nasen abziehen, gesagt, die mag ich nicht, die mag ich schon. Die kennen nein, die geben dem Dressing eine Dichte, eine, sagen wir mal, einen richtig guten Geschmack. Und wo Kapern sind, da sind natürlich auch Sardellen. Und die sind halt da unten daheim. Rein damit, jetzt Dijon-Senf oder in dem Fall französischen Senf. Ja, das ist natürlich nur Eigelb, gell? Das hat man ja gesehen. Knoblauch, da brauchen Sie jetzt gar nicht sparen. Auch der hat durch seine Glutaminsäure gibt einen guten Geschmack ab. Ich gebe jetzt noch ein bisschen Ingwer rein, weil der auch einen guten Geschmack abgibt. Denn wenn Sie zu viel Knoblauch drin hätten, dann reißt einer der Ingwer wieder raus und macht ihn wieder charmant und sagt, geh, Bischal, wir sind in Frankreich. Kannst du nicht so aufführen. Gut, das passt auch. Ein bisschen Spritzer Essig am Anfang, danach tun wir mehr rein. Bindet, haben wir ja gesehen, da bei unserem Eigelb. Jetzt fahren wir mal da unten rum. Und da geht natürlich gar nichts, das ist klar. Jetzt muss rein ein bisschen Öl. Ein Spritzer, hoppala. Und jetzt gebe ich noch ein bisschen als Geschmackerl Olivenöl rein. Also ich mache es immer so, ich gebe immer 2 Drittel normales Öl und 1 Drittel Olivenöl. Dann hat man so einen, wo man sagt, was hat denn der Hundling für einen Geschmack drin? Wenn Sie Olivenöl nicht bei der Hand haben, können Sie ruhig einmal ein paar Oliven reinhacken. Das geht auch. Jetzt ein bisschen Brühe, damit es mehr Dressing wird, wie Mayonnaise. Natürlich Chilisalz. Etwas Zucker. Weil ja Essig drin war. Außerdem kommt jetzt noch mal Spritzer Essig rein, gescheiter Schluck. Ist er fertig. Gut, Dressing ganz wichtig. Und ganz wichtig ist auch, dass ich jetzt meine Salatblätter umdrehe, weil sonst sind die zu braun. Gerade habe ich es noch erwischt, sonst wären sie mir zu braun geworden. Und schauen Sie in die Pfanne rein. Fast kein Fett. Das ist wie wenn Sie es auf den Grill legen. Dann. Die Kartoffeln, auch die machen wunderbar mit. Jetzt brauche ich eigentlich, jetzt kann ich eigentlich schon das Anrichten anfangen. Gell? Nehmen wir das einmal weg. Da habe ich noch ein bisschen Garnitur nachher. Da her. Hier noch. Jawohl. Hier dürft ihr ein bisschen mit spitzen. Die Kartoffeln werden wir ein bisschen würzen. Also gebe ich jetzt nicht Majoran und Kümmel und so, wie wir es in Bayern machen, sondern dem lasse ich jetzt ein bisschen vornehmen, auf den Teller legen, damit danach der Dressing sagen kann, er ist der Großmeister gewesen. Ja, so. Und was ist jetzt wichtig beim pochierten Ei? Schauen Sie her, wenn ich da drauf lang, sehen Sie das? Das ist es. Das ist es. Und wenn Sie einmal 10 gemacht haben, werden Sie sehen, dann gelingt es Ihnen. Und wenn es einmal ein bisschen fester ist, dann sagen Sie halt, Sie haben einmal einen Salat, nicht so aussehen, nicht vergessen, da war das Ei so. Also. Was wollen Sie machen? Ich weiß, was doch keiner. Gut, jetzt geht's los mit den Bohnen. Die lege ich mir ein bisschen so her. Und jetzt machen wir uns den Dressing drauf.
noch ein kleines Zweigerl vom Dill. Und jetzt schauen wir uns noch mal den Teller an. Dieser wunderbar abgebratene Kopfsalat, dann die Kartoffeln dazu, die Tomaten, die Bohnen, die Artischocken, die Oliven, die Kapern und natürlich der Thunfisch. Und was wirklich ausmacht, ist unser Salatdressing. Ein wunderbarer Salat. Schade, dass der Escoffier 1903 nicht gesehen hat.